So, Dele, meine lieben Fisters und Fisterines, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Durchstrennrunde. Pinion View 3 mit mir, Lou Netschki. Wir sollen jetzt also entweder die Küche sehen oder den Fernseher oder was auch immer. Hat da jetzt ein Part gesagt? Hat da, werde ich machen. So Schlange es noch hell ist, genau. Versuche ich mal die Küche aufzutreiben. Die Küche war aber nicht hier. Oder doch? Nein. Aber irgendwo war hier eine Abkürzung, glaube ich. Ich glaube, hier ist direkt durch, oder? Jawohl. Dann war nämlich hier die Küche. Aber jetzt weder Fernseher noch Arsch. Der große Arsch. Hier kann kein Fernseher sein. Das ist aber die Küche, oder? Das ist doch die Küche. Das ist die Küche. Wo soll denn dann der Fernseher sein? Also müssen wir runter zum Fernseher. Ins Fernsehzimmer zum Klauen. Bei dem Klauen an den Klauen. Ich klaue dir gleich eine. Spaßig, junger Herr. Verarschen? Küche, Fernseher, alles getestet. Das ist jetzt nicht ihren Ernst. Hier gibt's ganz Katzalmen. Keine Möglichkeiten mehr. Clown, du bist schuld. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen doof. Doof vor allem. Ein bisschen doof. Ich renne jetzt. War das ein Hund? Habt ihr das auch gehört, dieses Knurren? Ist da ein Hund draußen? Ich geh mal. Ich dachte, das wäre. Das muss von draußen kommen. Dann gehe ich mal raus. Ja, ich kann ja gleich hier hinten rausgehen. Hund? Ich höre dich! Was ist los, mein kleiner Freund? Wo ist er denn? Da. Irgendwo hier kommt das Hundeknurren her. Hä? Ich dreh langsam durch, ich krieg die Gänsehaut, Alter. Wo kommt das Hundeknurren her? Von hier. Die Taschenlampe jetzt schon wieder nicht mehr funktioniert, ey. Oh, so. Wo denn? Hilfe, Hund. Wo bist du? Ich höre dich doch. Wo ist er denn? Irgendwo hier. Wow, wow. Wow, ganz lieb, sei artig. Hä? Im Gebüsch irgendwo oder was? Hundi, Hund. Verstehe ich nicht. Wo kommt das Knurren her? Es kommt eindeutig von draußen. Also wieder raus. Ah! Und was sollte mir das jetzt sagen? Ich hab mich nur wegen dem scheiß Effekt erschreckt. Der Hund, der war ja ganz lieb eigentlich. Hat er nichts gemacht. Wofür war das jetzt? Hallo, wir erschrecken mal den Luna, weil es uns Spaß macht. Ja, und dann verschwinden wir mal wieder ohne einen Hinweis hinterlassen, du Arschfotze. Keine bösen Wörter, ich weiß, ich fluche manchmal ganz gerne, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Der hat ja gar nichts gebracht, der scheiß Hund. Hä? Wo war denn der jetzt da? Hoho. Ein lustiger Jumpscare. Ich guck doch mal draußen jetzt alles an. Wenn nicht doch irgendwo noch was liegt. Irgendwas muss doch hier gewesen sein. Wow, du hast doch sicherlich was hinterlassen. Irgendein Scheißhaufen, was den Schlüssel verschluckt und jetzt muss ich in der Kacke rumwühlen.
Ich höre schon wieder Knisterknarz. Weil ich das? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich gehe wieder ins Haus. Da dran bin ich wenigstens. Naja, sicher. Sicher ist was anderes. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht lesen, ey. Muss ich auch nicht. Will ich auch gar nicht. Bar, ey. Du guckst mich schon wieder so an, Clown. Du bist so fucking gruselig, Mann. Weißt du das eigentlich? Ich warte mal, bis das Licht ausgeht und wieder angeht. Taschenlampe. Geh jetzt aus. Dankeschön. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem Clown. Ich glaube, ich habe sogar von dem geträumt. Wirklich, ich hatte Albträume wegen dieser Figur. So, kommt jetzt der Fernseher an? Natürlich nicht. Ey, das ist so ein Scheiß. Ich gehe nochmal in die Küche hoch. Da war doch bestimmt irgendwas, weil als ich in die Küche ging, fing er an zu knurren. Blöde Köter. Köter, Köter, Pöter, Pöter. Pöten da Pötelhadl. Pudelhidelhadl, hey. Was? Wofür war denn jetzt? Ich kann nicht mal richtig reden ohne. Ich versteh's nicht. Der Hund war jetzt da, hat mich angebellt und fertig. Oder was? Super. Das ist schön. Licht. Jetzt geh. Funktioniere. Dankeschön. So. Ne, der Raum war ja nutzlos, genau. Ich will wieder raus. Hä? Haben wir hier oben ein bisschen Licht im Korridor. Wobei es genau an der Stelle wahrscheinlich am wenigsten bringt. Ne, habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Hund? Ergab für mich keinen Sinn. Ich frage mich jetzt aber, wo ich sonst noch was kriegen kann. Ich muss jetzt wieder durchs ganze Haus rennen, um mich umzuschauen, oder was? Weil hier lag auf einmal auch ein Schlüssel. Einfach so, random. Ohne, dass man es weiß. Und sowas finde ich halt echt ein bisschen unfair, muss ich sagen. Wenn es so unfair verteilt wird. Oh, die Taschenlampe, ey. Dann, ist das doch irgendwie ein bisschen, weil es ja wie gesagt einfach random irgendwie einfach da war. Ohne eine eigentlich richtige Bedeutung zu haben. Also es wurde nicht darauf hingewiesen, es war einfach so. Und das finde ich halt ziemlich gemein bei solchen Spielen. Wenn es einfach so entschieden wird, auch wir machen es heute mal einfach so, weil es gerade so ist, ein Schlüssel einfach irgendwo in einem Raum, wo er schon mal war. Dann war hier oben vielleicht noch irgendwo was, in dem Zimmer mit den Bildern. Einfach nochmal hin. Auf mich anzusisten. Du Ferkel, ey. Nee, hier ist wirklich nichts. Da sind nur Batterien, Messer, Licht. Ich kapiere es nicht. Junge, du kannst mal anfangen mit deinem Tipp wieder. Hier, oh, der Hund draußen, der hat einen Haufen geschissen. Ich sollte mal dran rumwühlen. So in etwa. Dankeschön. Bitteschön. Finde ich gut. Solche Hinweise möchte. Nein, ich will nicht in diesen Raum. War der nicht vorhin woanders? Laufe ich immer im Kreis? Ich verlaufe mich hier. So ein Dreck. Nee, das war der. Ging ich nochmal. Genau, hier kam ich. Aber hier wollte ich nicht durch. Hat mich vorhin diese blöde Jumpscare-Fee erschreckt. Und das mag ich halt nicht. Geh ich halt hier nochmal durch. In der Hoffnung. Also das mit dem Fernseher und der Küche hat mir wirklich, wie gesagt, jetzt gar nichts gebracht. Dankeschön. Hast du etwas übersehen, nachdem dieser Hund auftauchte? Ja. War doch klar, aber was soll ich denn übersehen haben? Ich hab nichts übersehen. Oder soll ich jetzt nochmal komplett durchs Haus rennen? Soll ich draußen rumlaufen? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Wo könnte... Mal am Brunnen, vorm Brunnen, überm Brunnen, hinterm Brunnen. Hier ist wirklich gar nichts. Nee. Nee, das ist alles irgendwie. Irgendwie, also der Hinweis hat mir jetzt irgendwie gar nicht gegeben, muss ich gestehen. Gar nicht.
gibt's auch, was man übersehen haben sollte. Wo denn vor allem? Keine Ahnung. Ich muss aber auf Klo. Ich komme gleich wieder. So, wieder da vom Abort. Ich habe keinen Plan, Alter. Immer noch nicht. Ich suche jetzt außen. Hä? Hä? Das ist... Ich hab wirklich nichts verändert, Leute. Ich war nur innen auf Toilette. Wollte gerade rausgehen, um zu gucken, ob da... Ich hab nicht nochmal neu gestartet. Wirklich gar nicht. Ich habe nichts getan. Was ist... Hab ich den die ganze Zeit übersehen, als ich da gelaufen bin? Das kann ja nicht wahr sein. Hab ich den vorher schon... Bin ich da vorher schon die ganze Zeit vorbeigelaufen? Bin ich dumm? Ich muss dumm sein. Keine Ahnung. Gut. Ein paar Türen haben wir ja jetzt noch. Oh Gott. Das ist doch... Bescheuert, ey. Gemischi. Jetzt guckt er wieder nach rechts. Jetzt guckt er wieder nach links. Du bist bescheuert. Nee, der erinnert sich nicht mehr. Das ist doch alles Wahnsinn, ey. This is madness. Vielleicht ist ja hier irgendwas im Fernsehzimmer jetzt wieder. Der guckt mich schon so lustig an. Oder er gibt mir nur Hinweise. Vielleicht ist er ja ein Freund. Ah, ein Freund. Okay, die Tür ist auch zu. Haben wir jetzt wenigstens ein, zwei Türen, die wir noch probieren können. Vielleicht die hier. Nee, natürlich nicht. Die auch nicht. Vielleicht die im Blumenzimmer. Wenn die Tür, wenn das Licht jetzt anbleiben würde. Auch nicht. Dann gehe ich oben gucken. Bleibt mir nur noch oben. Die hier vielleicht. Hier waren wir schon, genau. Das war die Abkürzungstür. Das ist die Küche. Am Ende des Ganges war aber hier links noch eine Tür. Jawohl. Licht bitte. Dankeschön. Was könnte jetzt hier sein? Batterien? Ich muss mir erstmal die Nase jucken. Die Nase kratzen, die juckt nämlich so. Ach, Zettel! Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Haha, vielleicht kommt jetzt die Friedhof-Action. I don't know. I have keine Ahnung, du. Oh Gott. Tag 15, ja. Wundervoll. Aber ich glaube, ich mache erstmal einen Cut, das war mir gerade zu anstrengend. Bis zum nächsten Part, liebe Leute. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Blablabla.